Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Willkommen. Es ist ja zur Zeit, es ist die Zeit des großen Klingeling, also an der Haustür. Weil dauernd irgendein Paket geliefert wird. Das war ja schon in Bethlehem so, kaum war Jesus geboren, kamen schon die Paketboten aus dem Morgenland. Wie hießen die? Genau, Kaspar, Amazon und Zalando. Jesus hatte Glück, dass die Paketboten überhaupt geklingelt haben. Die Krippe war im Erdgeschoss. Wäre sie im vierten Stock gewesen, hätte Maria nur einen Zettel gefunden. Liebe Familie von Nazareth, wir konnten Sie leider nicht antreffen. Ihr Paket liegt zur Abholung in Rom bereit. Es ist zurzeit wirklich extrem mit dem Paketwahnsinn. Alles wird bestellt, alles wird geliefert und sehr häufig zu mir. Ich arbeite nämlich tagsüber zu Hause und muss dann wirklich jedes Paket aus der Nachbarschaft annehmen. Auf diesem Weg, Herr Koslowski von gegenüber, Ihr Päckchen vom Orion versandt, liegt bei mir seit 3 Wochen. Es ist länglich und brummt. Vielleicht hört er ja zu. Nein, wirklich. Also es ist bei mir so, ich nehme so viele Pakete an, ich gebe mir noch eine Woche, dann verkaufe ich auch Briefmarken und Kuverts. Ich persönlich verstehe mich blendend mit den Paketboten. Wir duzen uns, wir laden uns gegenseitig zu Familienfeiern ein. Nun sind aber nicht alle Deutschen so zufrieden wie ich mit den Paketzustellern, also den Mitarbeitern von, wir wollen gar keine Schleichwerbung machen, PUPS oder DOF oder Herpes oder wie sie auch immer heißen, ist auch egal. Es hat 6.500 Beschwerden gegeben innerhalb eines Jahres bei der Verbraucherzentrale über Paketzusteller. Die Leute sind sauer. Häufig fällt sogar der Satz, fuck you, Bote. Frustrierte Kunden tauschen sich auch aus im Internet und posten die skurrilsten Botschaften, die Paketzusteller auf diesem Benachrichtigungskärtchen hinterlassen haben. Hier ein echtes Beispiel. Ein Paket Papiertonne. Manche geben sich aber auch mehr Mühe und malen auf, wo genau das Paket zu finden ist. Hier eine Zeichnung. Paket ist in Ziehhauskeller. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Und dann eine Treppe runter, noch eine Treppe runter und links. Es ist eigentlich ganz schwer. Es ist nicht schwer. Haben wir uns nicht ausgedacht. Echtes Beispiel. Ne? Und manche Paketzusteller gehen so weit, die geben sogar ein persönliches Feedback und wertvolle Tipps zur Selbstoptimierung. Herr XY, die Musik mal etwas leiser stellen, dann würden Sie mich auch hören. Danke. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr aufregen, eines sollten wir uns alle klar machen. Diese Paketboten müssen für sehr karges Geld, zum Teil 40 Mal am Tag, in den 5. Stock. Mit Mikrowellen, Heizpilzen und Hobelbänken. Viele Paketboten machen im Monat mehr Höhenmeter als Reinhold Messner in seiner ganzen Karriere. Und warum muss man sich als Kunde eigentlich an 10 Tagen 10 Paar Schuhe in den 5. Stock hochtragen lassen? Warum kauft man die Scheißschuhe nicht im Laden? Weil man das Haus nicht verlassen will? Aber wenn ich das Haus nicht verlassen will, wofür brauche ich dann 10 Paar Schuhe? Es ergibt keinen Sinn. Sie können sich natürlich, wenn Sie das wollen, Sie können sich im Netz alles bestellen. Auch jetzt fürs Fest. Sie können sich alles liefern lassen. Alles. Für Weihnachten, Sie können sich Geschenke, klar. Essen können sich liefern lassen, Gäste können sich liefern lassen. Sie können sich auch Tannenbäume liefern lassen. Sie können sich sogar fertig geschmückte Tannenbäume liefern lassen, wenn Sie Zeit sparen wollen. Wenn Sie Geld sparen wollen, dann sollten Sie auf den Mehrwertsteuersatz achten bei Tannenbäumen. Da gibt es nämlich mehrere. Das deutsche Steuerrecht ist, wie man sieht, sehr übersichtlich. Bestes Beispiel die Mehrwertsteuer auf Weihnachtsbäume. Wenn man seine Tanne bei einem Händler wie Hans-Paul Jonas in Hamburg kauft, gilt... Der Mehrwertsteuersatz für so einen Baum würde 7% betragen. Ist richtig. Der normale Satz von 19% Mehrwertsteuer wird hingegen fällig, wenn der Baum nicht naturbelassen ist, sondern bereits vom Gärtner geschmückt wurde. Dieser Baum würde jetzt mit 7% berechnet und das ist ein Baum, der mit 19% abgerechnet wird. Ja, da ist ja jetzt auch eine Dienstleistung drin. So einfach ist das deutsche Steuerrecht. Es gibt dann nur noch eine weitere Ausnahme. Für die Fichte aus dem Wald wird eine Steuerklasse von 5,5% fällig. Oh,
Das steht ja auch ganz klar in § 24 Absatz 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz. Es gibt da nur noch eine kleine weitere Ausnahme. Wenn die Bäume nämlich nicht zufällig im Wald wachsen. Dieser ist in einer Tannenbaumplantage gewachsen, die extra dafür angebaut worden ist, was im Forst nicht der Fall ist. Und diese werden mit 10,7% dann berechnet. Das ist nämlich in § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Umsatzsteuergesetz festgelegt. Wobei man Acht geben muss, was danach mit dem 10,7% Baum passiert. Der würde jetzt aus der Plantage selbst 10,7% kosten. Aber wenn ich ihn weiterverkaufen würde, dann würde er am Verkaufsstand 7% kosten. Ja, ist auch logisch. Sie wollen mich jetzt verarschen, ne? Wer hat sich das denn ausgedacht? So einfach ist das deutsche Steuerrecht. Ist nicht zu verstehen. Können Sie mir das erklären? Ja, gute Frau. Für Sie noch mal ganz übersichtlich zum Mitschreiben. 19% Mehrwertsteuer für geschmückte Bäume. 7% für Tannen aus dem Handel. 10,7% für Tannen von Plantagen. Und 5,5% für Tannen aus dem Wald. Gibt auch nur noch eine Ausnahme, wenn Sie Ihren Baum von privat kaufen, sind es 0% Mehrwertsteuer. Ja, und jetzt frohes Fest. Vielen Dank, Daniel Sprenger, für diesen Tannenbaum-Mehrwertsteuer-Crashkurs. Und es gibt schon wieder eine Überraschung in den USA. Trumps Außenminister soll Rex Tillerson werden. Tillerson, Chef von ExxonMobil, dem größten Öl- und Gaskonzern der Welt. Trump hatte ja vor der Wahl versprochen, die Lobbyisten loszuwerden. Und das macht er jetzt auch, indem er sie komplett in sein Kabinett holt. Tillerson, ja, ein Manager ohne jegliche politische Erfahrung. Natürlich kennt der Mann sich aus in der Welt. Das ist nicht die Frage. Der kennt sich durchaus aus. Aber eben nur in den Ländern, die Öl besitzen. Alle anderen interessieren ihn noch nicht. Und das wird wahrscheinlich hart für Deutschland. Ich meine, Öl, das ist, naja. Holland und Belgien haben immerhin noch die Fritteusen, aber wir... ne? Vor allem aber ist Tillerson ein sehr guter Buddy von Wladimir Putin. Die beiden verstehen sich blendend. Tillerson hat von Putin sogar schon eine Freundschaftsmedaille bekommen. Was ist das denn, sagen Sie mal? Erwachsene Männer geben sich Freundschaftsmedaillen? Wie 11-jährige Mädchen? Ich habe ein Freundschaftsbändchen für dich. Was machen die als nächstes? Die Poesiealben austauschen? Mit Glanzbildchen? In allen vier Ecken soll Kohle drin stecken. Donald Trump verstößt wieder mal gegen alle Gepflogenheiten einer Demokratie. Und viele Menschen finden ihn gut, finden ihn gerade deswegen gut. Weil da einer anders ist, sich nicht so schert um Konventionen, auch nicht um die Demokratie, ist ihm alles nicht so wichtig. Und ich glaube, die Leute wünschen sich auch in Deutschland jetzt, also nicht direkt einen Führer, so weit würde ich nicht gehen, also einen netten Führer. Na, sagen wir mal, einen, der mal durchgreift, der mal auf den Putz haut, der ihm aber zuhört mal, bei dem man mal träumen kann. Also eine Mischung aus Diktatur und Gefühlskino. So eine Art Rosamunde Hitler. Ist zumindest mein Eindruck. Und den Eindruck haben auch unser Straßenreporter Rollo und sein Kameramann Jakob gewonnen. Moin. Moin, Jakob. Na, hier, nimm das Ding. Thema heute, Demokratie. Ist das noch zeitgemäß oder braucht man mehr so eine starke Führerpersönlichkeit? Ja, komm, los geht's. Jawohl, mein Führer. Alter, Alter. Wir haben die Parteien gewählt und die Parteien haben die Macht gewählt. Ja. Da haben wir leider nicht mehr zu reden in Deutschland. Das ist ein Irrtum. Nö, also ich will auch gar nicht, weil ich finde alle kacke. Mhm. Aber ist es dann überhaupt noch sinnvoll, dass wir sagen, dass wir in der Demokratie leben? Nö. Ich lebe einfach so mein Ding und sehe zu, dass ich irgendwo weiterkomme. Das ist doch die beste Staatsform, das wissen wir doch. In der Vergangenheit lief das doch alles schief. Findest du das auch, die beste Staatsform, Demokratie? Nee. Hier wird rumgeeiert, ja. So sag ich mal. Ja. Ja, der Putin eiert nicht rum, ne? Ja, und der Erdogan auch nicht, ne? Und der Trump auch nicht. Nee. Aber die greifen durch. Trump hat ja auch gesagt, er möchte nicht, dass es so wird wie hier. Amerika soll kein islamischer Staat werden. Ein Typ, der an der Macht ist, der quasi alles diktiert. So, ne? Und das ist halt die Frage, ob das auch ein Modell für Deutschland wäre. Eventuell. Wäre das denn auch ein Modell für uns hier in Deutschland? Ja, bestimmt. Ja, meinst du? Ja. Die wissen, was sie machen wollen, ziehen das durch und Angela Merkel redet einfach nur und passiert nichts. Dann bräuchten wir ja quasi auch jemanden, der einfach die Zügel in die Hand nimmt hier bei uns.
Ja, aber wer soll das machen? Ja, genau, das ist die nächste Frage, ne? Ich glaube, der muss noch geboren werden. Eine Mischung vielleicht aus einem Putin und einer Merkel. Was sagt die Bibel? Es ist 5:12. Wo steht das in der Bibel? Ich glaube, auf Seite 365. So, du bist auch für Demokratie, ne? Ja. Und so freie Wahlen und so, ne? Ja. Weißt du was? Dann wähle ich jetzt auch mal ganz frei raus, ne? Weißt du was? Ja. Feierabend, hier. Ja, da hast du danke. Ja, Digga, nein. Kannst du mal mit Jakob weitermachen? Nein, ne? So, ruf mich wieder an, ne? Hallo. Alter. Vielen Dank, Jemali Götekin und Jakob Leube. Die CIA hat herausgefunden, dass die amerikanische Wahl angeblich von Russland manipuliert worden ist. Also, dass russische Hacker am Werk waren. Hillary Clinton hatte ja schon länger den Verdacht, dass ihr Laptop von Russen gehackt worden war. Angeblich hat es aus dem USB-Slot nach Wodka gerochen. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist natürlich für die USA ein Schock. Also, wenn wirklich ein fremdes Land Einfluss nähme auf ihre Regierung und ihre Politik, ist ein Schock. Aus Chile und dem Irak kam auch direkt Schreiben. Na, fühlt sich scheiße an, oder? Diese Erkenntnisse über die russischen Hacker kamen von der CIA. Besser gesagt aus CIA-Kreisen. Und bislang, ohne dass dazu ein Beleg geliefert worden wäre. Ich finde, den bräuchte es aber bei einer so starken Behauptung. Nicht falsch verstehen, ich halte es überhaupt nicht für unwahrscheinlich, dass Putin, der alte Geheimdienstler und Meister Propaganda, dass der alles dafür tut, um mit Trump einen willfährigen, russlandfreundlichen Trottel im Weißen Haus sitzen zu haben. Aber gut, selbst Trump sagt ja auch, das stimmt nicht. Was meistens dafür spricht, dass es stimmt. Aber trotzdem, es ist bislang eben nicht bewiesen. Auf jeden Fall ist es aber beängstigend, wie schutzlos wir alle Hackerangriffen ausgesetzt sind. Angela Merkel wahrscheinlich noch am wenigsten. Sie sagt, sie hat ihren Computer im Arbeitszimmer und das schließt sie immer sehr gründlich ab. Aber wenn dann bald auch noch das Internet der Dinge kommt, also wenn dann die Geräte auch noch intelligenter sind als wir und miteinander kommunizieren, da wird doch auch die Angriffsfläche für Hacker noch viel größer. Der Toaster ist kaputt. Nee, deine Fitnessuhr hat dem Toaster gesagt, dass du morgens nur noch einen Toast darfst, du Dickerchen. Ach, wie nett von meiner Fitnessuhr. Wir haben jetzt ja auch ein Smart Home. Wir können die ganze Wohnung bequem vom Sofa aus steuern. Und müssen jetzt nicht mehr umständlich die Heizung von Hand aufdrehen. Dafür gibt's jetzt eine App. Warum ist denn das so kalt? Dreh doch mal die Heizung auf. Betriebssystem-Update. Und dann muss ich noch die Heizungs-App aktualisieren. Ja, klar. Und dann nur noch kurz die Software im Thermostat. Na gut. Alle Geräte sind jetzt miteinander vernetzt. Und denken richtig mit. Du, Schatz, warum ist der Kühlschrank voller Klopapier? Ach ja, seit dem letzten Update denkt er, er wäre ein Badezimmerschrank und bestellt statt Aufschnitt nur noch Klopapier und WC-Reiniger. Aha. Komm her. Ich brauche noch einen Toast. Nee, sorry, Papa. Der Wasserkocher hat mich schon auf den Kieker. Da will ich mich nicht auch noch mit dem Toaster anlegen. Aber wie unglaublich toll man mit allem vernetzt ist, merkt man erst, wenn man mal gehackt wurde. Guten Tag, Frau Schulze. Ja? Ihr Babyphone wurde von kriminellen russischen Computerhackern gekapert. Echt? Ja, ein sogenanntes Zombie-Babyphone. Und das Babyphone hat sich wiederum in den Herzschrittmacher von Herrn Rode aus dem zweiten Stock gehackt. Mein Herzschrittmacher versendet jetzt Spam-Mails an meine Kaffeemaschine. Toll. Dank des Smart Home haben wir jetzt endlich mal Herrn Rode kennengelernt. Ja. Wir lieben unser Smart Home. Ein Film von Oliver Dorke und Tim Grunendahl. Auf Facebook verbreiten sich ja immer mehr Fake-Nachrichten. Das haben Sie sicher auch gehört, es gibt immer mehr Fake-Nachrichten auf Facebook. Das habe ich jedenfalls auf Twitter gelesen. Also gefälschte Nachrichten oder anders ausgedrückt bewusste Lügen, kalkulierte Desinformation. Zum Beispiel wurde Renate Künast gerade Opfer einer solchen bewussten Falschmeldung. Ihr wurde dieses Zitat in den Mund gelegt über den Täter von Freiburg. Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber trotzdem helfen. Hat sie allerdings nie gesagt. Künast hat an Facebook aufgefordert, das zu löschen, was Tage gedauert hat. Klar, wäre eine weibliche Brustwarze zu sehen gewesen, dann wäre das ganz flott gegangen. Aber sowas, solche Falschmeldungen, die bleiben erstmal. Die bleiben hartnäckig. Hartnäckiger als die Verwandtschaft an Weihnachten.
Warum ist das so? Wir fragen jemanden, der es wissen muss, den stellvertretenden Vize-Ersatzpressesprecher von Facebook, Thorsten Sträter. Ja, danke, ja. Danke. Vielen Dank. Dankeschön und beste Grüße aus dem Hauptquartier von Facebook. Wir mussten leider mit einem Kackhaufen-Emoji zur Kenntnis nehmen, dass wir für Sachverhalte in der Kritik stehen, die wir gar nicht verbrochen haben. Nämlich, dass ein Zitat von Renate Künast bei Facebook nicht authentisch wäre. Wir erklären hiermit, selbstverständlich ist das ein authentisches Zitat. Nur eben keins von Frau Künast, sondern von irgendeiner vermutlich bis unter die Augenlider mit Runen zutätowierten Bockwurst aus Bresighausen. Also bitte wieder runterkommen. Ich meine, was ist denn Facebook? Letztlich nur eine Mischung aus Panini-Sammelalbum und den Zetteln, die im Edeka am schwarzen Brett hängen. Facebook sollte, wenn es nach Mark Zuckerberg gegangen wäre, eine ganz übersichtliche Kiste werden. Also hat er einfach mal testweise den Bums eröffnet und zack. Sofort danach wurde Facebook derartig mit Spaghetti-Bolognese-Fotos und Urlaubsbildern von den eigenen Füßen zugeschissen, dass zumindest wir in der Zentrale auf der Stelle den Überblick verloren haben. Wer soll denn da noch durchkommen? Facebook ist nun mal einer der wenigen Orte, wo man was teilen kann, ohne dass es weniger wird. Wenn das mit Brot funktionieren würde, wäre diese Welt schon einen Schritt weiter. Wir können nicht alles auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen. Ich meine, wir fahren nicht mal zum Firmensitz nach Irland, denn da wohnen Kobolde. Der Deal ist doch... Danke, das ist die Wahrheit. Der Deal ist doch einfach. Wenn Sie sich bei Facebook registrieren, machen Sie unten ein Häkchen an der Schenkungsurkunde für Ihre persönlichen Daten. Und wir stellen Ihnen einen Laufmeter blaue Fläche zur Verfügung. Bis zur Dunstkiepe zugeknüppelt mit Reklame. Und irgendwo da ist Platz für Ihre Fotos von Ich auf der Kirmes und Bananengulasch Yummy. Was sollen wir denn machen? Ernsthaft, was soll denn gehen? Sollen wir jetzt noch gucken, ob in diesem Video die Katze auf dem Staubsaugerroboter nicht vielleicht doch ein Waschbär ist oder was? Alles auf Echtheit checken? Was ist denn schlimmer auf Facebook? Ein gelogenes Künast-Zitat oder ein Rezept für veganen Zupfkuchen ohne Eier? Ja. Ernsthaft. Ich meine, das Künast-Zitat zu entlarven hat 3 Minuten gebraucht. Den Kuchen musst du erst mal 1 Stunde backen, um rauszufinden, dass es scheiße schmeckt. Wissen Sie, der Mensch redet viel Müll. Und der Mensch will Aufmerksamkeit. Und gelegentlich gibt es eine Schnittmenge. Was sollen denn Fake News überhaupt sein? Unwahre Behauptungen, oder? Die begegnen einem doch jeden Tag, diese Fake News. Und kein Mensch jault auf. Hier. Ich habe das gestern überwiesen. Voraussichtlich werden alle Anschlusszüge erreicht. Du kannst das tragen, Schatz. Klar, sowas wird nicht publiziert. Sondern nur so dahergesagt. Aber vermutlich war dieses Künast-Fake-Posting gar nicht gegen die Politikerin gerichtet. Da hat sich irgendein Schwachmat einfach gesagt, Alter, schreibt sich Knast mit Ü und zack, war's passiert. Ja. Wir haben auch schon einen Verdacht, wer der Täter ist. Und mit aller uns zur Verfügung stehenden Härte haben wir ihn angestupst. Das muss erstmal reichen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Das Wort des Jahres ist postfaktisch, das haben Sie natürlich auch mitbekommen. Postfaktisch ist dieser hippe neue Lifestyle, der mehr aufs Gefühl setzt als auf die Vernunft. Also in etwa so. Seit ich nur noch die Beilagen esse, habe ich schon 4 Kilo abgenommen. Glaube ich. Ich glaube jetzt nur noch, was ich will. Du da. Ja, ich mach's jetzt auch. Das macht Spaß. Es wird vieles so einfach, wenn man einmal postfaktisch unterwegs ist, auch im Alltag. Man muss nicht mehr den Wetterbericht lesen, bevor man aus dem Haus geht. Postfaktisch regnet es nie. Und es hat immer 25 Grad. Ich lehne auch zum Beispiel alle Mainstream-Experten inzwischen ab. Lehne ich kategorisch ab. Ich hatte am Montag Zahnschmerzen. Ich bin sofort zum Proktologen gegangen.
Der kennt sich mit Zähnen nicht aus, deswegen vertraue ich ihm. Okay, er ist leider nicht an den Backenzahn rangekommen. Arm war zu kurz. Egal. Ich gehe so weit, meine Damen und Herren. Ich gehe so weit, zur Sicherheit höre ich nicht mal mehr auf mich selbst. Ich glaube nur noch das Gegenteil von dem, was ich glaube. Und umgekehrt. Ja. Und über das Weltgeschehen informiere ich mich nur noch mit Extra Extra und Janine Ullmann. Willkommen zu Extra 3 Extra. Berlin. Das Wort postfaktisch ist zum Wort des Jahres gewählt worden. Gefühlt sehen das viele Menschen anders. Erna Krawitke aus Bottrop zum Beispiel meint, Erna, mach mal Bier. Seit 2016 noch viel häufiger gefallen. Hamburg. Auch die beliebte ARD-Sendung Quizduell hat ihre Regeln komplett auf postfaktisch umgestellt. Also, nächste Frage. Wie viele Tage hat eine Woche? Einen, neun, 17 oder 365? Also, gefühlt ist es für mich 17. Und deswegen ist das richtig. Ja, cooles Quiz. Wir haben immer recht. Washington. Kann aber auch New York sein. Der designierte US-Präsident Trump hat kurzerhand Wikipedia gekauft und alle Artikel des Online-Lexikons umschreiben lassen. Nun stimmt alles, was er gesagt hat. Und alle... Und alle, die behauptet haben, er sei ein Lügner, haben gelogen. Berlin. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres sind laut Bundesregierung 213.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Doch Internet-Experte Erwin Kasulke kommt bei seiner Zählung auf 1,6 Millionen. Kasulke schreibt auf Facebook, für sowas habe ich einfach ein Auge. Das renommierte Statistikinstitut grob geschätzt bestätigt diesen Eindruck. Dazu ein Sprecher. Ja, ich sag mal so, 3 mal 17, einem T und das Ganze mal 12, also das müssten deutlich mehr gewesen sein. Stockholm. Donald Trump hat den postfaktischen Nobelpreis gewonnen. Die Begründung der Jury? Ja, das war nur so ein Gefühl, nicht? Trump kann den Preis jedoch aus terminlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen. Für ihn wird Bob Dylan nach Stockholm reisen und nochmals die schönsten Trump-Lügen vorsingen. Berlin. Die Deutsche Bahn hat heute den neuen postfaktischen Fahrplan vorgestellt. Danach kommen in Zukunft alle Züge immer gefühlt pünktlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn reagierte darauf postfreundlich und ließ verlauten, ihr könnt uns gefühlt mal an der Pfeife lecken. Bremerhaven. Renommierte Experten der Uni Wolkenkuckucksheim haben Sensationelles herausgefunden. Demnach ist die Erde weder eine Kugel noch eine Scheibe, sondern ein Würfel. Ein Sprecher der Uni Wolkenkuckucksheim dazu wörtlich. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Hamburg. Die Moderatorin Janine Ullmann wurde zur besten Moderatorin der Welt gewählt. Die Entscheidung fällte eine 5-köpfige Jury, bestehend aus Ullmann, Ullmanns Mann, Ullmanns Mutter, Ullmanns Hund und Ullmanns Goldfisch. Wanne-Eickel. In Wanne-Eickel ist gefühlt seit Jahren nichts los. Deswegen machen wir weiter in Bielefeld. Da es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, kommen wir direkt zum Sport. Hamburg, der HSV kommt endlich zur Ruhe. Tja, wer es glaubt, wird Seeler. Das war Extra 3 Extra und damit zurück zu Oliver Welke. Vielen Dank, Janine. So. Jetzt aber mal wieder zu den Fakten. Liebe Leute, also, Fakt ist, Merkel und ihre Partei haben sich entfremdet. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Die Basis der CDU hat beschlossen, die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Merkel hält das für falsch. Die Basis hat auch beschlossen, dass mehr abgeschoben werden soll, auch nach Afghanistan.
Ein sicheres Land. Vom Auswärtigen Amt gibt es zwar schon länger eine Reisewarnung, jetzt aber mit Update. Gilt nicht für Abschiebungen. Innenminister de Maizière hat Afghanistan in Teilen für sicher erklärt und anschließend auch die Rente, Aktien von Air Berlin und den Coitus Interruptus als Verhütungsmethode. Alles in Teilen durchaus sicher. Die CDU hat einen neuen Kurs. Und jetzt fragt sich natürlich der kleine Mann, kann ich die Partei wieder wählen? Deswegen war er da, beim CDU-Parteitag. Hallo, ich bin der kleine Mann. Heute bei der CDU. Hab gehört, da weht ja ein neuer Wind. Von rechts. Jetzt wird unterschieden zwischen Wirtschaftsflüchtlingen, die hier kein Bleiberecht haben, die konsequent abgeschoben werden, wo möglich. Auch wenn sie krank sind oder so. Ja, sie sind ja immerhin übers Mittelmeer gekommen. Also die krank ist natürlich eine dehnbare Sache. Also krank ist dehnbar. Ja, genau. Also mal so bei 39 Grad Fieber. Ja gut, das ist ein Heilungsprozess, wo ein paar Tage dauert und dann ist die Gesundheit wieder hergestellt. Und dann muss man sagen, bitteschön, das war's. Also als kleiner Mann, der Angst vor Flüchtlingen hat, kann ich jetzt wieder CDU wählen? Ja, ganz klar, ganz klar. Ja, wenn Sie später Kinder haben, dann wissen Sie genau, was ich meine. Also Strenge ist auch Liebe. Aha. Die Flüchtlinge ziehen bei der CDU jetzt also die Arschkarte. Dabei hat sich Angela Merkel doch immer für die stark gemacht. Also hat Frau Merkel, habe ich das richtig verstanden, schon eingelenkt auf eine etwas schärfere Haltung in der Flüchtlingsfrage? Ja, schärfer. Ich würde sagen, normale Haltung. Normal scharf. Ja. Hat die Kanzlerin also da jetzt was geändert in ihrer Politik? Ist sie da rumgeschwenkt jetzt woanders hin? Das kann ich nicht erkennen. Das ist eine 180-Grad-Wende zum letzten Jahr. Sie hat im Grunde genommen konsequent das durchgesetzt, was sie immer gewollt hatte. Delegierte haben ja auch gesagt, nö, hat sie nicht. Also hat sie es jetzt schon, aber so ein bisschen auch nicht. Ja, also wenn sie das so sieht, hat jeder seine Meinung dazu. Puh, ja, so wollen sie Wahlen gewinnen. Merkel hat ihre Politik also nicht geändert, sie hat aber eine 180-Grad-Wende hingelegt. Verstehe ich nicht. Kann es Angela Merkel der CDU rechts machen? Sie kann es ihr recht machen, ja. Ich meinte rechts machen. Also das glaube ich nicht. Gibt es eine Alternative zu Frau Merkel, theoretisch? Ich sehe sie nicht. Ursula von der Leyen? Ich sehe sie nicht. Thomas de Maizière? Ich sehe sie nicht. Das Zweite war auch nicht so ernst gemeint. Wie ging es Ihnen denn mit Angela Merkel so letztens? Hin und wieder ja und nein. Das ist der Punkt. Hin und wieder ja und nein. Ich finde, das wäre doch der passende Wahlkampfslogan für die CDU. Aber ich bin ja auch nur der kleine Mann. Danke, Jakob Leube und Julian Amerschi. Ich habe den Parteitag ja nur am Fernseher verfolgt. Und da ist mir vor allem dieser Satz von Angela Merkel in Erinnerung geblieben. Ihr müsst mir helfen. Ja, ein eindringlicher Appell, der einem natürlich auch nahe geht. Oder gerade in diesen Zeiten so kurz vor dem Weihnachtsfest. Also, wenn auch Sie helfen wollen, liebe Zuschauer, kaufen Sie ein Los der Aktion Merkel unter dem Motto, ihr müsst mir helfen. Ich glaube, ihr fehlt so ein bisschen der Instinkt für die Basis, oder? Also der Basisinstinkt. Ja, gibt es ja viel, ne? Basisinstinkt, ne? Genau. Den brauchst du als Gast. Ja. Nicht umsonst ist genau der verfilmt worden. Dieser Basisinstinkt, den brauchst du als Kanzlerin. Und Merkel ist inzwischen zu links für die nach rechts gerückte CDU. Sie ist im falschen Job. Damit ist sie allerdings auch für viele durchaus ein Vorbild. Psst. Die Merkel ist ja mein großes Vorbild. Sie ist so eine erfolgreiche Frau. Angela Merkel zeigt, man muss nicht immer das machen, woran man glaubt. Einfach Augen zu und durch. Wenn Merkel Vorsitzende der CDU sein kann, dann kann selbst ich alles werden. Was? Was ist das für ein Dreckskurs? Verkaufen! Verkaufen! Natürlich glaube ich als Buddhist nicht an die Bibel. Aber Angela Merkel glaubt ja auch nicht an das CDU-Parteiprogramm. Oplatte? Ja, ich weiß. Eine Veganerin im Schlachthof. Aber was soll's? Einer muss den Job ja machen. Danke, Merkel. Danke, Merkel.
Danke, Mutti. Mehr Informationen unter www.prinzipienlose Menschen, die Jobs machen, die ums Verrecken so gar nicht zu ihnen passen.de. Ich habe noch mal eine Frage. Wie ist das eigentlich? Wenn man SPD wählt, also ich frage für einen Freund, ja, wenn man der SPD seine Stimme gibt, ist das dann noch eine Wahl oder schon Charity? Schwer zu sagen, oder? Die Partei dümpelt ja seit Ewigkeiten bei etwas über 20% dahin. Da kann man eigentlich nicht mehr von einer Volkspartei reden. Wie wäre es mal mit einer zeitgemäßeren Formulierung? Wie zum Beispiel 20-something. Die 20-something-Partei klingt viel besser, finde ich. Und auch viel realistischer. Und da würde sich auch endlich die leidige Kandidatenfrage erübrigen. Als 20-something-Partei brauchst du keinen Kanzlerkandidaten. Und diese K-Frage zeigt ja immer so besonders unschön, dass die SPD eben kaum charismatisches Personal hat. Dabei war das mal die Stärke der Partei. August Bebel, Kurt Schumacher, Helmut Schmidt, Willy Brandt mit seinem Kniefall von Warschau. Das waren Persönlichkeiten, das waren große Gesten. Wenn Sigmar Gabriel heute auf der Straße auf die Knie fällt, da denkt keiner, das ist eine große Geste. Da denken alle, der hat ein halbes Snickers gefunden. Also, und wenn man denn jetzt als SPD partout einen Kanzlerkandidaten aufstellen will, was die SPD offenbar will, wieder jede Vernunft, dann wäre vielleicht Martin Schulz nicht die allerschlechteste Wahl. Zumindest wenn man sich die aktuellen Umfrageergebnisse anguckt. Hier mal Merkel und Gabriel im direkten Vergleich. Also würde der Kanzler, die Kanzlerin direkt gewählt, dann wären das 57% für Merkel, nur 19% für Gabriel. Dagegen Merkel und Schulz 36%, es ist schon ein bisschen knapper. Mal nur zum Witz, zum Vergleich, also einfach mal als Gag jetzt mal. Merkel gegen einen Toast Hawaii. Da hätte der Toast sogar die besseren Chancen. Also, ich glaube, es muss jemand machen, der wirklich mal wieder für soziale Gerechtigkeit steht. Wer könnte das machen jetzt mal, abgesehen von Martin Schulz? Wer könnte das machen? Robin Hood. Der Rächer der Enterbten, wobei, nee, Moment, der soll sich ja auch ziemlich geändert haben. Sherwood Forest, 8.30 Uhr. Robin Hood ist auf dem Weg zur Arbeit. Edler Herr, ein Almosen bitte. Bleib mir vom Leib, du Streu! Oh Herr, Hilfe! Hilfe! Hey! Robin Hood! Das war knapp. Danke, Robin. Aber immer, scheiß Bettler, ey, so nervig. Gerade in der Vorweihnachtszeit. Das ist. Oh, nice. Danke, schönen Tag. Tschüss. Entschuldigung, Herr Hood, Sie haben gerade dem Armen das Geld geklaut und dem Reichen gegeben. Das geht doch nicht. Na klar geht das. Ich bin doch in der SPD. Früher war das noch anders. Als Robin Hood in den 70ern in die SPD eintrat, hey, Willi, war diese noch die Partei für die kleinen Leute. Nicht einschlafen da. So, Willi, 5% Lohnerhöhung? Nein. 10%? Ja. Das können wir uns aber gar nicht leisten. Doch. Ach so, na dann. Heute zählen bei der SPD vor allem ein schicker Heiko Maas-Anzug und Unternehmerfreundlichkeit. Sozial ist, was Arbeit schafft. Und deshalb hilft die SPD den reichen Unternehmern und Managern. Ja? Hier zum Beispiel keine Vermögenssteuer, keine Reichensteuer, aber Bankenrettung mit Steuergeld. So nach dem Motto, willst du den Armen helfen, nimm ihr Geld und gib's den Reichen. Ne? Und was ist das da? Das ist nur Willy Brandt, der sich im Grab umdreht. Seit Robin Hood nur noch die Armen bestiehlt und das Geld den Reichen gibt, bekommt er immer wieder teure Geschenke. So macht Sozialdemokratie Spaß. Das finden auch Bruder Tuck und Little John. Robin Hood! Der Sheriff von Nottingham! Na, Runde Golf?
Sicher, Digga. Was machen die Hedgefonds? Ordentlich Sherwood Hole Value oder was? So was von, Alter. Robin Hood. Wird er der nächste SPD-Kanzlerkandidat? Ein Film von Jesko, Friedrich und Dennis Kauf. Und über die SPD spreche ich jetzt mit dem Parteivorsitzenden und Vizekanzler persönlich. Ich freue mich, dass er endlich wieder hier ist. Sigmar Gabriel. Oh. Herr Gabriel. Lassen Sie uns zu Beginn über den Kanzlerkandidaten sprechen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Gut, dann vielleicht anders. Die CDU ist ja gewissermaßen nach rechts gerückt. Was machen Sie? Wie reagieren Sie? Rücken Sie jetzt nach links und sagen, wir machen auf jeden Fall Rot-Rot-Grün? In diesem Punkt sind wir ja sehr entschieden. Ach ja? Dass wir uns da nicht festlegen wollen. Also möglicherweise gibt es auch wieder eine große Koalition. Auf gar keinen Fall. Außer natürlich, es geht nicht anders. Aber spielt denn auch diese inhaltliche Ausrichtung, spielt die nicht auch eine Rolle dafür, wer Kanzlerkandidat werden sollte? Ist doch entscheidend, oder? Oder entscheiden gar keine Inhalte über die Inthronisierung? Herr Ehring, tun Sie mir den Gefallen und hören Sie mit diesen Fremdwörtern auf. Sowas kennen wir bei uns in der SPD nicht. Inthronisierung? Nee, hier Inhalte. Sie wollen es ja im Januar dann groß verkünden, wer Kanzlerkandidat wird. Warum eigentlich erst im Januar? Ganz einfach, weil ich vorher noch ein paar wichtige Treffen als Wirtschaftsminister habe. Morgen zum Beispiel. Mit Kim Jong-un, Assad und hier Godzilla. Und was haben Sie mit denen zu tun? Gar nichts. Ich will nur einfach mal auf einem Foto neben Leuten stehen, die noch ein schlechteres Image haben. Ja, Ihr Image, das ist interessant. Ihr schlechtes Image. Reden wir über Ihr schlechtes Image. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich keinen Bock habe. Sie sind ja wirklich extrem unbeliebt bei der SPD-Basis. Und Sie wirken etwas angefasst, mit Verlaub. Ich fasse hier auch gleich mal etwas an. Mit Verlaub. Im Übrigen, eine Grippe ist auch extrem unbeliebt und trotzdem erreicht sie Millionen Menschen. Das stimmt, ja, gut. Aber viele halten ja Martin Schulz für den geeigneten Kanzlerkandidaten. Er ist ja so ein bisschen der Shootingstar in der SPD. Macht Sie das neidisch? Ach, Quatsch. Martin Schulz ist ein guter Freund von mir. Ja, und ich würde nie auch nur ein abfälliges Wort über ihn verlieren. Und das weiß er auch, die olle Fleischmütze. Gut, dann erzählen Sie mal, was sind seine Vorteile, was sind seine Stärken? Erstens, man weiß kaum etwas über ihn und deswegen verbindet man mit ihm auch nichts Negatives. Zweitens, er hat bisher ja nur die Stadt Würselen regiert, also konnte er sozusagen noch gar nicht so viel falsch machen. Und drittens, er sieht scheiße aus, das wirkt sehr glaubwürdig. Donnerwetter, Sie mögen ihn wirklich, das merkt man. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz wird ja absurderweise auch immer mal wieder als möglicher Kandidat genannt. Ja, natürlich. Ist doch ein klasse Typ. Ja, den lade ich übrigens gerne mal abends zu mir nach Hause ein, wenn ich nicht einschlafen kann. Ja. Wissen Sie, gucken Sie, wenn man einen Olaf Scholz vor so eine graue Wand stellt, dann sagen die Leute, geil, guck mal, eine graue Wand. Ich finde, das ist schon eine Leistung. Herr Gabriel, wenn Sie jetzt hier Ihre Konkurrenten so über den grünen Klee loben, was spricht denn eigentlich für Sie, für Gabriel? Muss man Ihnen eigentlich alles erklären, Herr Ehring? Es hat sich doch sozusagen bewährt, dass beides in einer Hand ist. Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Aber warum? Warum? Warum müssen zwei Dinge in einer Hand sein? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, das verstehen Sie nicht, weil Sie keine Ahnung haben von Politik, Herr Ehring. Sie sitzen ja beim NDR und krauen sich die Eier. Ja. Und das ist übrigens auch der einzige Moment, Herr Ehring, wo Sie mal zwei Dinge in einer Hand haben. Da ist er weg. Schade. Ich hätte ihn auch gern noch zum Thema Waffenexporte befragt. Hätte er wahrscheinlich als Wirtschaftsminister auch das ein oder andere sagen können. Es gibt ja neue Zahlen. Die Regierung hat im ersten Halbjahr 2016 Rüstungsexporte genehmigt im Wert von 4,029 Milliarden Euro. Das klingt viel, aber Sie sehen an dieser Grafik, es wurden eben auch Anträge nicht genehmigt, nämlich im Wert von 9,6 Millionen. Das ist immerhin ein Vierhundertstel. Abgelehnt wurden zum Beispiel Lieferungen an einen gewissen Don Pannoni aus Neapel, irgendeinen Johnny Escobar aus Bogotá und einen Darth Vader vom Todesstern. An die wurde nicht
geliefert. Aber die Türkei zum Beispiel rückte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unter den von Deutschland belieferten Ländern von Platz 25 auf Platz 8 vor. Unter den Top 10 sind auch Algerien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Wie kann das sein? Saudi-Arabien. Es ist doch kein Geheimnis, dass Saudi-Arabien islamistischen Terror finanziert und außerdem eine militärische Allianz im Jemen anführt, bei der außergewöhnlich viele zivile Opfer zu beklagen sind. Selbst die USA haben deswegen Munitionslieferungen an Saudi-Arabien gestoppt. Warum Saudi-Arabien? Ja, unsere Verteidigungsministerin, die kann das erklären. Unsere beiden Länder teilen eine lange Tradition. Ja, uns trennt einiges, uns teilt aber auch einiges. Und eines haben wir auch gemeinsam, diese lange Tradition. Saudi-Arabien und Deutschland. Wir haben einiges gemeinsam. Die arabischen Zahlen zum Beispiel. Oder Arabica-Café oder Lawrence von Arabien, Araberhengste. Und der bekannte Zauberspruch Araber-Kadabra. Hier ist unser Song der Woche von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Was ist denn das für ein Apparat? Das ist ein Panzer. Was ist es? Ein Panzer. Hä? Siehst du die Kampfjets, die über uns sind? Und hörst du das Pfeifen der Granaten im Wind? Spürst du den Panzer, der hinter dir steht? Das ist deutsche Qualität. Ein bisschen schießen, ein bisschen feuern, bringt Arbeitsplätze und Mutti steuern. Den unsere Kunden damit verwunden, ist uns am Ende doch scheichegal. Prost, meine Damen und Herren! Wir liefern an Saudis, Katar und Türkei. Da ist eben auch mal ein Blindgänger bei. Hallo. Der war doch dagegen, zumindest mal früher. Warum ist er jetzt dafür? Das frage ich mich auch. Ein bisschen schießen, ja, der Panzer taucht was. Und wenn du groß bist, dann kriegst du auch was. Nur das Beste zum Schützenfeste. Und die Reste kriegt der IS. Ich wünsche Ihnen friedliche Weihnachten, meine Damen und Herren, wie auch immer Sie feiern. Es gibt ja die unterschiedlichsten Bräuche und Traditionen, wie man Weihnachten feiert. Es gibt viele Unterschiede. Bei der SPD singt man, es ist ein Mars entsprungen. Bei der AfD, I'm dreaming of a white Bevölkerung. Bei Angela Merkel gibt es Heiligabend ein gebratenes Panda-Baby. Dann badet sie im Blut von Hartz-IV-Empfängern und anschließend geht zur schwarzen Messe. Habe ich im Internet gelesen. Ne? Die Linkspartei besäuft sich so lange mit billigem Glühwein, bis auch der Letzte nicht mehr in der Lage ist, das Wort koalitionsfähig auszusprechen. Und CSU-Politiker feiern natürlich am 24. ganz traditionell mit der Familie. Und erst am 25. mit der Freundin. Das war's von uns. Jetzt geht es weiter mit der lustigsten WG Deutschlands. Dritter Stock links. Bis bald.